Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Europa Universalis 4 mit den Kölnern, was dann vielleicht die Westfalen werden und dann irgendwann die Deutschen. Oder so, mal schauen. So, letztes Mal haben wir gegen die Braunschweiger verloren, die da mit den Frankfurtern verbündet sind. Wir sollten erstmal hier aufräumen. Wir haben hier zu viel, diplomatische Beziehungen, aber wir haben letztes Mal noch hier, da können wir den Zugang wieder zurücknehmen. Kündigen wir auf. Senden. Dann sind wir das schon los. Und ich glaube, mit Hessen hatten wir das auch. Das brauchen wir eigentlich, denke ich, auch nicht unbedingt, ne? Jetzt sind wir ja schon da raus aus der Ecke. Machen wir das. Gut, dann wäre das erledigt. Also das, ihr habt einen freien Beraterplatz. Okay, klar. Können wir hier was machen? Ja, da können wir das, die Kriegsmüdigkeit verringern. Das machen wir. Wir könnten die Stabilität mal steigern. Das ist auch hierfür wichtig, ne? Rebellenaufstand Münster, 90%. Okay, die werden gleich gegen uns vorgehen. Und das wird wahrscheinlich noch mehr werden dann, aber das ist ja dann egal hier erstmal. Machen wir das noch so weit, wie es geht, runter. Okay. So, dann ist da oben erstmal alles vorbei. Was war das? Unruhen, ist klar. Das ist Einheiten haben Verlust erlitten, ist auch klar, weil das hatten wir hier. Gut, dann lassen wir mal weiterlaufen. So, da kommt was rein. Was ist das? Lüttich. Ein Militärzugang, ist klar. Aachen hat das auch gemacht. Und Kleve auch. Und hier oben haben wir jetzt noch ein Friedensangebot von Frankfurt. Super, weißer Frieden. Das akzeptieren wir, dann stehen die Braunschweiger nämlich jetzt, glaube ich, alleine da. Gut, dann müssen wir uns jetzt einen neuen Schlachtplan machen. ja. Was machen wir? Gute Frage, ne? Die haben jetzt 4 Truppen, wir haben 2. Wenn wir jetzt Kredite aufnehmen... Warte mal, können wir hier Maßnahmen ergreifen noch? Machen wir doch mal raue Maßnahmen, oder? Aufwand, harte Maßnahmen gegen die Rebellen ergreifen. Verlieren 10 Prestige, haben wir 56. Abfall von Münster nach Münster, ne, das wollen wir. Ne, da lassen wir gerade erst sein. So, aber wir wollen vielleicht einen Kredit aufnehmen. Wir haben... Oh, 7,39 Bilanz. Aber wir müssen das jetzt hier gerade durchziehen, ne? Das heißt... Okay. Okay. Und nochmal, das sind 90. Wir haben über 100 jetzt. Dann müssen wir mal gucken, was machen wir mit den 100, ne? Wir haben noch 1000 Truppen, das bedeutet, wir können auch selber eine ausheben. Würde ich auch gerne machen, und zwar die. Die war jetzt zwar etwas teurer, aber geht. Und dann noch ein paar Söldner anwerben, aber das machen wir besser in anderen Ländern, ne? Und in Nassau vielleicht auch noch. 2, 4, 5, ja gut, dann machen wir da auch noch. 2 mit. Geht nicht? Geht. So, dann haben wir einige Truppen mehr. Das sind 2, 4, 6, 7. Das sind 9. Und sind bei einem großen Überschuss gegenüber denen. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Hier sind schon 3. Die müssen wir dann... Ah ne, die haben sich nur aufgefüllt. Okay. Wer ist das? Ach du Frankfurter, die ziehen zurück. Dann da gerade rein. Einen... Und die auch wieder dahin schicken. Paderborn wird von Braunschweig besetzt. Okay, das ändern wir gleich. Und einen. Da kommt noch eine Nassauer Truppe dann. Komm, werd fertig. Darüber ziehen. Okay, das wird auch besetzt. Die Truppe hat es noch geschafft. Einen. Da
das sind 9. Ja, und jetzt hätten wir noch gerne eine mehr. Bedeutender Mann gestorben, wir haben Kredit aufnehmen müssen, ist klar bei so vielen Söldnern. Wird von Braunschweig besetzt. Jetzt kommt hier noch einer hin, bitte. Okay, da haben wir sie. Und wir greifen die jetzt an. Da kommt zwar noch eine nach, aber so lange warte ich jetzt nicht. Dahin. Kommt sogar noch eine mehr. Kriegen wir die auch noch? Kriegen wir auch noch. Die schicken wir auch noch rein. Gut. Oh, die kommen mit Nachschub. Okay, den kommen wir gleich ein, wenn wir die Einheit da geschlagen haben. Und dann geht es natürlich gleich da hinterher. Die einzelne Truppe kriegen wir als erstes, oder? Ja. Dann dahin. Okay, die Kavallerie haben wir auch vernichtet. Und dann die 3 Einheiten noch. Die müssen wir auf jeden Fall kaputt machen. 2 Einheiten. Jetzt ist da einer dazugekommen. Noch einer dazugekommen. Warte mal, mal langsam. Dann gehen wir darüber, machen die einzelne erst kaputt. Okay. Dann da lang. Stopp, da kommt ein Friedensangebot rein. Aber das ist ein weißer Friede, den lehnen wir erstmal ab. Wir wollen da auch was von haben. So, Hannover versuchen wir jetzt zu besetzen. Das müsste schnell gehen. Okay. Kriegsgrund gegen Kleve haben wir verloren. Da können wir aber gerade einen Diplomaten reinschicken. Keinen Anspruch fingieren. Geht gerade nicht. Ah doch, geht doch. Wir müssen das noch anklicken. So, das machen wir wieder. Gut, nein, wir müssen erst warten, bis das grün wird und dann darüber gehen. Die sammeln sich gerade, ne? Komm. Jetzt in Hoyerswerda oder ne, Hoyer rein. Warum ist das sofort wieder weggegangen? Interessant. Jahre des Fliegens liegen hinter uns. Okay. Ja, komisch. Das war jetzt nicht so doll, ne? Stopp. Unruhen, okay. Können wir jetzt nicht uns drum kümmern. Ärgerlich, aber ist so. Gut, komm. Pause raus und Stadt übernehmen oder Land. Da geht's weiter. Und jetzt wollen die den befreien. Gut. Und dann gehen wir da rein und machen die gerade kaputt. Das hat keinen Sinn so. Okay, 10 gegen 3. 10 gegen 4. Wir müssen die auf jeden Fall schlagen. 8, 7. Oh nee, ne? Hallo? Ja, das geht in die Hose, oder? Wir verlieren und die nicht. 6 gegen 3. Jetzt kommt dann noch einer dazu. Okay, wir haben es aber geschafft. Gleich hinterher. Okay. Eigentlich müssten wir die sofort angreifen, ne? Oder wir holen Nachschub, lassen sie selbst in die Hand nehmen. Artifizier lokale Autonomie, verlieren 30 Administrative. Ich glaube, wir ziehen jetzt hier gerade noch. Wie viele Truppen haben wir? 20, können wir also keine ausheben. Noch eine Söldnertruppe hinterher. Und da haben wir kein Geld für. Muss sein. Bedeutender Mann ist gestorben. Haben wir die eigentlich geeint? Ja, ne? Ja, kein Anführer. Okay, das ist schlecht. Da haben wir einen guten Anführer verloren, oder wie ist das?
Naja, der Beste ist es nicht, aber es gab auch schon mal schlechtere, ne? Armee auswählen. Ach, den können wir jetzt nicht hinzufügen, weil er im Ausland ist, ne? Müssen wir gerade weiterlaufen lassen. Köln besetzt, okay. So, das geht. Und jetzt können wir... Hallo? Mal Pause. Wieso geht hier kein Anführer? Steht da bestimmt, ne? Achso, wir müssen das erst befreien, dass es nicht mehr fremdes Territorium ist. Alles klar. Das hätte ich schon wieder frei geworden, ne? So, jetzt den rein. Und darüber. Die greifen wir an. 10 zu 4. Unsere Moral geht natürlich schneller runter, wie man gerade wieder sieht, oder? Traurig. Ja, da mussten wir gerade was bezahlen, da ging das nicht. Komm schon, mach sie platt. Zu 3, das verlieren wir. 4-3. Warum gehen wir nicht runter, hä? Also sowas Doofes dann, ne? Schade. Stopp, das müssen wir in irgendeiner Form bremsen. Neue Truppen braucht das Land. Wir müssen das hinkriegen. Das sind Söldner, ne? Ja. Da 2. Und da auch 2. Gut. Dann ab nach Nassau. Sobald das geht. Geht aber nicht. So, jetzt geht's. Friedensangebot. Weißer Friede mit Braunschweig. Ich möchte gerne Hannover haben. Geht das? Okay, das hat geklappt mit Kleve. Einmal. Das befreien wir gerade. Dann gehen wir dahin. Die führen wir auch zusammen. Das können wir auch machen, machen wir aber nicht, weil dann gehen wir diese 4 Truppen da beschäftigen. Das wurde fällig. Wir haben Köln besetzt. Das heißt, jetzt geht's ab nach Paderborn in den Kampf. So, 11 zu 4. 11 zu 3. Die sind nicht auf ihrem Territorium. Das ist vielleicht auch noch ein Vorteil. Automatische Sanktionen. Okay. Weiter geht's. 9 zu 2. Diesmal sieht das besser aus. Haben wir, ja. Kriegen sie Nachschub. Wir müssen aber die Schlacht gewinnen. Komm schon. Okay. Die haben wir auch gewonnen. Stopp mal, da kommt ein Angebot rein. Ach, Frankfurt aufkündigen, 4 Dukaten, das ist mir zu wenig, da habe ich ja gar nichts von. Dann zack, auf geht's in die Truppe da rein. Die 2 aufreiben. Gut, das haben wir auch gewonnen. Gleich hinterherziehen. Okay, warum die da rumziehen und die da rumziehen, ist mir noch nicht aufgegangen, ne? Aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen, ne? So, die 2 aufreiben, definitiv. So, und wir kriegen die nicht aufgerieben, komischerweise, ne? Das ist eigenartig. Komm, bevor die 3 kriegen. Da muss doch mal einer kaputt gehen, oder?
haben sie 3. Stopp mal. Ich muss Nachschub holen, das hat anders keinen Sinn. Okay, Köln. Hoppen auf. Oh ne, Köln nicht. Paderborn war das. So, weiter geht's. 6:3. Das ist gleich vorbei. Aber wir haben es nochmal geschafft. Weiterlaufen lassen. Truppen hinzufügen. Verbinden. Und dahin gehen. Vereinen. Und die 3 Truppen antreffen. Okay, die haben wir geschlagen. Und diesmal haben wir sie richtig geschlagen. So, und was kommt da für ein Angebot? Frankfurt auf gegen Braunschweig zählt 28 Dukaten. Ich möchte noch ein bisschen mehr haben. Wir müssten noch hier Hannover kriegen können. Da müssen wir es aber für besetzen wahrscheinlich. Komm, mach mal. Kann ja nicht so lange dauern, da gibt es keine Stadtmauer oder so. Haben wir jetzt. Wäre schon schön, wenn wir das Hannover kriegen, ne? Komm, mach. Werd grün. Dann ziehen wir da Braunschweig rein. Wenn da noch eine Truppe kommen würde, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Punkte, oder? Komm. Wir sind in der Pause, deswegen kommt da nichts, alles klar. Ach ja, immer den Finger an der Pause, ne, wegen, wenn was passiert. So, da kommt die Truppe. Und jetzt haben wir es besiegt. Jetzt haben wir 24 und die haben wir noch weggeknackt, nochmal 2%. So, wir könnten diese Provinz jetzt hier auch einnehmen noch. 10 Truppen haben wir. Vorhin hatten wir mal weniger, da ging das nicht, ne? Jetzt müssen wir überlegen. 27% steht da. Provinz anzeigen, Diplomatie und hochscrollen und gucken. Okay. Machen sie nicht. Hannover wollen sie noch nicht abgeben, dann warten wir mal ab. Da kommt eine Meldung rein. Braunschweig mit alle Verträge mit Frankfurt aufgenommen und zahlt 16. Nö. Weitermachen. Okay, dann gucken wir mal, was da so geht. Okay. Ja, das ist jetzt teuer, ne? 35% der Mauern sind kaputt. Das sieht gut aus. Und jetzt sind die Mauern immer noch kaputt. Wir haben 14 Truppen, interessanterweise jetzt. 28%. Provinz zeigen wir mal an. Gucken, ob wir jetzt Frieden verhandeln können. Nein, nicht. Also machen wir weiter. Gucken wir nochmal rein. Nachschubmangel. Das ist okay. 28% sind das noch. 28%. %29. Provinz anzeigen. Diplomatie. Frieden verhandeln. Geht noch nicht. Weiter geht's. Okay. Können irgendwo investieren. Machen wir auch. Okay, Disziplin 5%. Station plus 10. 0,1, so nicht 10. 16, da kommt ein Friedensangebot. Und das ist, Braunschweig wird alle Verträge auf Frankfurt abgenommen. 15, nö.
Und Pause raus, weiter geht's. Da nochmal rein. Ja, jetzt brennt's schon. Das kann nicht mehr lange dauern, bis wir aufgeben. Okay. Das war auch gut. So. Da ist einer gestorben. Unsere Kredite sind das noch. Was haben wir denn? 30%, aber ich glaube, das reicht noch nicht, ne? Nö. Wir müssen das erst einnehmen wahrscheinlich. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Okay, okay. Nachschub. 21, 30 haben wir da unten stehen. Ja, die Kredite sind's, ne? Was kommt jetzt? 15 Dukaten, die haben nicht mehr, ne? Weiterlaufen lassen. Bis wir es eingenommen haben. Was wir auf jeden Fall machen können, wir haben ja zwei freie Diplomaten, ne? Wir müssen auf jeden Fall nochmal gerade nach Tirol schauen, nach dem Kaiser. Und da die Stimmung verbessern, ne? Das kann nicht schaden, ne? Die sind dann noch Kaiser, ne, oder? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal nachgucken. Ja. Da kann man die Beziehung mal besser verbessern. Aber wir müssten, was wir ja auch schon machen können, wir haben ja reichlich Truppen, ne? Spalte doch mal gerade Armee auswählen, die Söldner ab. Oh, wir haben nur eine Truppe. Oh, okay, da ist es erledigt. Gut, dann gehen wir mal verhandeln und jetzt müsste es ja klappen, oder? Ja. Okay, dann gucken wir, was wir noch rausholen können. Das ist klar. Das würde auch noch alles gehen. Ach, das geht sowieso alles, weil die ja Ansprüche aufgeben auf Brandenburg, auf Köln. Auf Brandenburg. Das ist unser Verbündeter, ne? Magdeburg sollen sie auch aufgeben. Das geht dann nicht mehr. Warte mal, das Magdeburg nehmen wir zurück. Und, ach so, da müssen wir hier unten noch gucken, ne? Kriegsreparationen bezahlen. Handelseinfluss, das wollen sie nicht. Erniedrigen. Nö. So, das reicht aber dann auch. Na, vielleicht kriegen wir hier noch eine Mark dazu jetzt. Mehr haben sie nicht, siehst du. Und dann senden wir die Forderung. Gut, dann können die erstmal zurückmarschieren und machen gerade die, glaub, kaputt am besten, ne? Und dann wollen wir mal gucken, dass sie die Forderung annehmen, was sie auch getan haben. So, jetzt langsam. Jahre des Fliegens liegen unter uns. Staatsmann, der ist weg. Das hat geklappt. Will auf. So, das haben wir weg. Wir müssen da raus. Das machen wir auch gerade. Und da gehen wir eigentlich... Das können wir nicht. Okay, dann gehen wir dahin. Dann kommen die schon. So, was macht Österreich? Ja, nee, ablehnen. Das machen wir zur Kernprovinz. Das geht aber noch nicht. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Jetzt gehen wir aber hier rein und dann erwarten wir die Rebellen. Die werden dann kommen, denke ich mal, oder? Hm, nicht wirklich. Was haben wir denn hier? Ruf nach Frieden. So, wir sind zufrieden. Mehr lokale Rekruten. Halt ein Basismannstärke in Berg, ja. Gegen Braunschweig. Eroberungsrekrut, klar, es bleibt nicht aus. So, die können wir leider nicht angreifen. Befreien wir gerade unser Land noch. Aber die Folge ist ja schon unwahrscheinlich fortgeschritten. Dann würde ich sagen, das machen wir erstmal in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.